Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Und am Ende der letzten Folge haben hier die ersten Blitzsymbole aufgeblinkt, was bedeuten soll, dass es Schwierigkeiten gibt mit dem Strom. Ich also offensichtlich wieder mehr verbrauche, als ich produziere, habe ich jetzt mich wieder eine Weile nicht drum gekümmert. Ich habe 3 Müllverbrennungsanlagen, die, glaube ich, jeweils am Maximum 12 Megawatt Ausgangsleistung produzieren. 2 habe ich zu wenig. Ich werde hier hinten einfach noch so ein Wasserpropeller-Dingens in den Boden setzen. Da war ja auch mal eine Zeit lang die Überlegung, mache ich das? Also setze ich hier komplett auf Windenergie? Und ich glaube, ich versuche das zumindest. Ich habe ja jetzt noch kein Kohlekraftwerk oder irgendwas gebaut. Wasserkraftwerk ist natürlich, was haut denn dieses Ding raus? 0 bis 1600 Megawatt. Naja, 3200 pro Woche und kostet 2000 je Zelle. Also das Ding wird ordentlich teuer. Und man muss sich natürlich überlegen, wo man das hinbaut. Ne? Ich könnte theoretisch, zeig mir mal bitte die Flussrichtung an. Den Gefallen tut er mir nicht, oder was? Dann muss ich das hier machen. So, hier wird auch nach da geflossen. Das heißt natürlich, ich könnte theoretisch hier... Ich versuche jetzt mal hier... die Frage ist, wie viel ich noch... Wenn ich hier ein Wasserkraftwerk hinbaue, staue ich sozusagen diesen See hier weiter an. Und damit steigt hier der Wasserpegel. Steigt der dann schon so weit, dass der mir hier die Straßen unter Wasser setzt oder nicht? Das weiß man natürlich nicht so genau. Ansonsten könnte ich das gleiche hier natürlich auch nochmal machen. Oder hier vielleicht oder so. Ich meine, dann baut sich dahinter ein Stausee auf. Also damit habe ich noch keine Erfahrung. Das wird auch jetzt nichts für jetzt und gleich sein. Dementsprechend bin ich sehr gespannt. Teilt eure Erfahrungen bitte mit mir, was Wasserkraftwerke und Stauseen angeht. Das wird sicherlich eine interessante Geschichte. Oh, jetzt ist hier ist jetzt Mitarbeitermangel. Das heißt, der Bedarf ist offensichtlich wirklich größer bei Bürogebieten. Das heißt, ich muss hier noch ein bisschen Bürogebiete bauen. Das ist wahrscheinlich bezieht sich das auf meine Anwohner in diesem Teil der Stadt hier, Downtown. Weil ich ja hier auch eine Universität habe und so. Wo ist die? Hier ist die. Gucken wir mal auch ganz kurz hier in die Bildungsgeschichte rein. Ja, die sind hier alle schon relativ gebildet. Also ich könnte tatsächlich auch noch eine weitere Grundschule hier vertragen. Ich möchte ja hier schon gebildet Leute produzieren. 2 Grundschulen habe ich. Das heißt, ich baue hier noch eine weitere dazu. Hier so hin. Die erreicht dann hier vorne die Leute. Kurz mal ein bisschen weiterlaufen lassen, schauen, ob das von der Kapazität her... Das reicht noch nicht mal aus. Dann tue ich hier noch eine hin. Mal wieder hier ein bisschen weiterlaufen lassen. Das ist tatsächlich schwierig. Hier will ich ja bewusst keine... Ich will ja, dass die hier eigentlich doof sind. Damit ich genug doofe Arbeiter habe für diesen normalen Industriequatsch. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal nochmal auf der Übersicht an. Bildung und Oberschule. Da habe ich 2 Stück. Und hier habe ich auch eine. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich noch eine weitere Oberschule bauen. 1, 2, dann kommt die vielleicht hier noch hin. Oder auch hier oben. Auch hier oben. So, gleich neben die Grundschule. Damit die älteren die jüngeren Kinder verkloppen können. Und dann das Ganze nochmal. Was für eine tolle Stadt. Ja, ich weiß. Es ist herrlich im Naherholungshausen. Universität ist super. Okay, also das ist klasse. Da habe ich genug Kapazitäten. Durch diese ganze Bauerei. Ich muss aufpassen auch ein bisschen, dass... Ne, weiterhin meine Einnahmen steigen. Oh, großartige Stadtbevölkerung von 20.000. Ich kann ein weiteres Darlehen aufnehmen und ich kann ein Solarkraftwerk bauen. Nutzen Sie die Kraft der Sonne, wandeln Sie sie in sauberen Strom um. Das Solarkraftwerk ist eine wirklich grüne Lösung, kostet aber auch viel. Gut, das, einzigartige Gebäude, Freizeit, Akte, Triumph, Eiffelturm, was auch immer. 15.000 Kinder in Grundschulen.
Dann kann ich den Arc de Triomphe bauen. War der nicht irgendwie als Siegeszeichen des Deutsch-Französischen Krieges gebaut worden oder so? Naja, gut. Aber hier in diesem Spiel hat das Ding offensichtlich was mit Bildung zu tun. Wer hätte es gedacht? Was konnte ich jetzt hier? Solarkraftwerk. Das wollte ich mir mal angucken. Kostet auch viel. Was kostet es denn? 80.000. 1.200 die Woche. Und 160 Megawatt. Und macht eine Lärmbelästigung von 25. Wirklich, ja? Diese Photovoltaikteile machen Lärm, ist das so? Okay, naja, wenn das so ist. Gibt es hier Stellen, die besser geeignet sind als andere? Muss neben einer Straße platziert werden. Also ich muss das irgendwo bauen, wo Zone ist hier. Okay. Ich könnte das theoretisch hier bauen. 80.000. 1.200 die Woche. Aber 160 Megawatt. Dann bin ich meine Stromprobleme wahrscheinlich für einen Moment erstmal los. Und hier passiert ja nichts weiter an dieser Stelle. Ich mach das mal. Ich probiere das einfach mal aus. Ich muss das Ding natürlich noch anschließen. Also das ist auch klar, weil im Moment so. Jetzt ist das ans Netz angeschlossen. So, ihr seht jetzt auch hier 458. Wahnsinn. Ich kann jetzt tatsächlich hierher gehen und hier mal auf 120% runtergehen. Ich nehme mal an, das wird funktionieren. Und gucken wir mal. Hat das... ja, also das funktioniert locker. Das heißt, ich spare auch noch ein bisschen Geld, obwohl das Ding was kostet. Damit müsste ich das jetzt wieder drin. Ich bin jetzt bei 120%, was den Strom angeht. Aber ich habe hier auf jeden Fall noch Luft. Also schön hier, Solarkraftwerk ist wahnsinnig gut. Warum wird hier geklaut und eingebrochen? Da ist doch direkt nebenan eigentlich eine... Das ist hier auch ein Zentrum der Kriminalität offensichtlich, dieses Gebäude. Worum handelt es sich dabei? Weiß man das? Quiet Corner Shop. Naja, klar. Das ist das zieht natürlich auch, ne? Zieht natürlich auch die Leute an. Ich gehe mal kurz hier... Vorsicht. Das ist hier der Crime Hotspot. Sieht auch ein bisschen wie das Ding aus bei Clerks. Fehlen eigentlich nur noch Jay und Silent Bob, die hier draußen irgendwo stehen und Weed vertickern. Na, Kind. Oh, die Parkplatzmarkierung. Naja gut, das will ich dem Spiel nicht vorwerfen. Ach, hier bist, hier fährt der Bus. Hier gibt's Donuts. Schönes Ziel. Nach wie vor entbehrt das nicht einer gewissen Faszination. Dieses durch seine eigene Stadt laufen. So, ach so, hier ist ja auch mein. Das wollte ich mir auch mal angucken. Hier mein Kernkraftwerk, hätte ich beinahe gesagt. Nein, mein Solarkraftwerk. Was ist das für ein komisches Teil da in der Mitte? Und automatisch Desertifizierung darum herum. Klar. Wenn dieses Teil nicht wäre, wäre jetzt hier auch Sonne. Also ich baue in mein Solarkraftwerk irgendwas, was dann in der Sonne steht und verhindert, dass Sonne auf diese Paneele trifft. Tja, das ist, so macht man das. Schönes Teil. Ich finde das in Ordnung und notfalls könnte ich hier, glaube ich, sogar noch ein zweites daneben bauen. Was ich jetzt brauche, ist mehr Bürofläche und ich glaube, dazu muss ich mal sehen, dass ich mein Wohngebiet noch ein bisschen erweitere. Nicht zu weit, weil hier natürlich, hier geht ja schon Krach und Dreck los, aber so ein kleines bisschen können wir schon, glaube ich, hier noch Dinge machen. So. Warum ist das hier so merkwürdig? Weiß man das? Das habe ich wahrscheinlich irgendwie einfach so gebaut. Das ist ja insgesamt auch nicht ganz so clever, wie ich das... Ich habe das in anderen Spielständen, die ich jetzt später nochmal angefangen habe, habe ich das, glaube ich, ein bisschen cleverer gemacht. Und hier ziehen wir wieder mittig was durch. Das geht ja hier, glaube ich... Doch, das geht hier auch. Und hier dann wahrscheinlich auch. So. Und dann kommt hier noch ein Bürogebiet rein. Ich will nicht sofort alles machen, aber so ein bisschen was. Mal gucken, wie die sich da ansiedeln. Nehmen wir mal hier wieder ein bisschen schneller. Denn ich brauche auch noch ein bisschen Platz für Gewerbe. Hier nehme ich auch noch Büroflächen. Und hier kommt ein bisschen dicht besiedeltes Gewerbegebiet hin. Warum auch immer ich die nicht nutzen kann. Da geht auch der Gewerbebedarf gleich nach unten. Na, dann machen wir hier noch Büro. Ah ja, okay, die brauchen natürlich Wasser. Ist klar. Das kann ich ihnen nicht verdenken.
dass sie das haben wollen. Könnte fast sagen, es wäre sowas wie ein Grundrecht. So, Wasser ist da. Strom muss ich mal jetzt ein bisschen gucken. Die Verfügbarkeit, dass meine Abwasserklärung so hoch ist, das liegt natürlich an meinen zwei Klärwerken hier. Aber ich könnte wahrscheinlich demnächst noch eine weitere Wasserpumpe vertragen, die ich ins System einspeise. Das kann ich vielleicht jetzt gleich auch mal angehen. Setze ich jetzt einfach mal hier daneben. Die müsste automatisch gleich angeschlossen sein. Gucken wir mal, ob ich recht habe. Geht die mit ins Netz? Ja. So, damit sind wir auch beim Zuwasser wieder, beim Frischwasser wieder im Soll. Und der Bedarf geht hier gerade nach unten. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Das heißt, da ist jetzt auch erstmal... Und das Wachstum, Bevölkerungswachstum geht ein bisschen zurück. Jetzt geht es wieder hoch. Und mit 17.500 mache ich doch eigentlich auch einen relativ guten Umsatz. Jede Woche. Also Geld ist nicht mein Problem. Aber wie gesagt, ich glaube, das wird ein paar Planungsfehler, die ich eben in diesem Stadtteil hier habe, die werden sich wahrscheinlich noch bitter rächen. Davon gehe ich jedenfalls mal aus. Schön zu sehen, aber wie sich das hier alles entwickelt. Ich hätte fast lieber gerne noch ein größeres Innenstadtgebiet. Ich weiß nicht, ob das überhaupt funktioniert, weil aussehen tut das schon cool. Und es gibt auch so eine Mod, die muss ich mir bei Gelegenheit nochmal installieren. Da kriegt man so ein paar mehr Informationen. Wenn man jetzt hier zum Beispiel auf ein Haus raufklickt, bekommt man ja hier sozusagen angesagt, klar, das kann jetzt noch zwei Stufen aufsteigen. Und Bildungseinrichtungen und alle potenziellen Schüler aufnehmen können. Und es gibt eine Mod, die zeigt mir dann hier ganz konkret an, was ich noch, ne, was diese Häuser noch brauchen, um ein weiteres Level aufzusteigen. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. So, ist das eigentlich Gewerbe? Das ist Gewerbe, das ist dieses dicht besiedelte Gewerbe. Okay. Schönen Glasfronten. Und ihr seht jetzt natürlich schon, ich glaube, dass man gerade diese Hochhäusergebiete mit der einen oder anderen Gebäudemodifikation oder diesen Gebäudepackages, die man kaufen kann, wahrscheinlich noch ganz gut aufgewertet bekommt, dass das optisch nochmal ein kleines bisschen interessanter aussieht. Hier gibt es jetzt das ein oder andere Müllproblem. Ich guck mal kurz. 4 in der Leerung begriffen. Muss ich hier nochmal nachlegen jetzt? Kann das sein? Und ich bin nach wie vor am Überlegen, wenn ich hier eine Querverbindung, mein Gott, dieser Kreisverkehr, ne? Es ist alles eine Heidenkatastrophe. Wenn ich hier eine Querverbindung mache, nur für die Müllabfuhr, das wird nicht funktionieren. Damit bekäme ich natürlich hier irgendwie die Autos schneller rein, weil die dann nicht jedes Mal diesen Umweg fahren müssten. Aber ich habe das Gefühl, dass dann auch ganz viele, die hierher wollen, dann automatisch hier lang fahren. Und dann habe ich den Salat. Ich werde das jetzt mal ausprobieren, ob ich damit recht behalte. Was ich tun werde auf jeden Fall, ist natürlich eine Einbahnstraße zu bauen, weil dann wenigstens das nur in eine Richtung passiert und zurück können die ja dann von mir aus hier über die Autobahn fahren. Aber das hinzu auf jeden Fall, das vielleicht ein bisschen leichter ist für die Müllfahrzeuge, in diesen Stadtteil hier reinzukommen. Das müssen wir uns jetzt mal angucken. Also momentan passiert hier gar nichts. Das sind die Autos, glaube ich, die... vielleicht sollte ich einfach auch noch eine zusätzliche Müllverbrennungsanlage bauen, um... Es bringt zwar noch mehr Autos auf die Straße, aber... Erstens bringt es mir Strom und zweitens, dann habe ich nicht immer 4, die permanent in der Leerung begriffen sind. Das ist ja eigentlich auch okay. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen das mit so ein Problem. Jetzt fahren hier hauptsächlich Müllautos lang, eigentlich so wie ich mir das gewünscht habe. Und schon staut sich das hier. Ne? Das war so klar. Das war so klar. Weil jetzt plötzlich natürlich hier ein Haufen Autos. Und guckt euch das an. Hier geht gar nichts. Nee. Das ist alles keine sonderlich gute Idee. Das wird jetzt aber auch ein Problem für... Oder ich versuche... Das können wir natürlich auch versuchen. Ich probiere mal kurz was. Ich probiere mal kurz, das einfach noch ein bisschen zu entlasten, indem ich das so mache.
Mal gucken. Ich gucke mir das mal an. Man muss ja auch mal ein bisschen ausprobieren. Weil theoretisch könnte man ja jetzt also auch hier lang fahren. Gibt es noch mehr Möglichkeiten für andere Autos? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich habe das irgendwie alles nur noch schlimmer gemacht. Aber wie gesagt, im Zweifel mache ich diese Straßen hier weg und dann ist gut. Warum staut sich das jetzt hier so stark? Aus dem Industriegebiet hier. Weil hier geht es nicht weiter. Wo wollen die denn alle hin? Ich muss mal ganz kurz hier überprüfen, wo die hinwollen. Wo möchtest du hin? Du möchtest dahin. Naja, okay. Also das ist natürlich jetzt das Ding, dass wahrscheinlich sämtliche Autos, die LKWs fahren jetzt natürlich auch hier rüber und damit gibt es natürlich Probleme. Das ist Mist. Nein, das ist Mist. Ich mach das wieder rückgängig. Zack. Zack. Es gibt hier keine Querverbindung. Ich will da keine Querverbindung. Es muss auch da keine Querverbindung geben. Dann kann ich das hier natürlich auch löschen. So. Ich muss das anders, das muss anders funktionieren. Wenn ich das so verbinde, ich mache mir ja, dann wird das ja alles total sinnlos, was ich mir da vorher mit den Autobahnen, ich will ja, dass die Leute die Autobahnen nutzen und nicht, naja, ist jetzt eher die Frage, ob ich sozusagen diese ganze Müllgeschichte hier nochmal separat an die Autobahn anschließe. Könnte ja jetzt theoretisch, wenn ich jetzt von hier noch eine Abfahrt mache, sagen wir mal, so, Ort ist bereits belegt, Quatsch. Nee, dann nicht so. So. Was mache ich denn? Stell mich auch schon wieder an wie der erste Mensch. So. Aber das ist ja nichts Neues. Auffahrt. Nee, bleib mal oben. Ort ist bereits belegt. Gefälle zu steil. Was ist los? Okay, also das hat eben irgendwie besser funktioniert. So, meine Überlegung ist es jetzt, den Müllwagen hier noch eine Möglichkeit zu geben. Direkt an die Autobahn ranzukommen. Und damit dann eventuell den Highway mitzunutzen, um hier außen rumzufahren vielleicht oder so. Ich weiß nicht, ob das vielleicht noch was hilft. Ich habe immer das Gefühl, Möglichkeiten. Und die KI entscheidet sich dann, wenn sie hier unten hin wollen, vielleicht hier lang zu fahren oder so, wenn sie einfach mehr Möglichkeiten haben. Und dann, dass ich diesen Kreisel hier irgendwie ein bisschen entlastet bekomme. Wo wollen denn eigentlich diese ganzen Autos hier alle hin? Die hier so lang kommen. Wo wollt ihr denn so hinfahren? Hm, wo willst denn du hin? Du willst auf den Highway. Das ist okay für mich. Und du so? Ihr wollt alle auf den Highway. Und weil ihr auf diesen Highway wollt, müsst ihr euch durch den Kreisel quälen und hier lang. Das ist auch so beschissen. Ich bleibe dabei. Der Kreisel ist eine einzige Katastrophe, den ich hier gebaut habe. Nun. Wie machen wir das? Also ich meine, jetzt läuft es ja wieder einigermaßen, ne? Also hier auch. Aber es, niemand, das benutzt hier eigentlich kaum jemand. Das benutzt eigentlich niemand. Ich weiß nicht so genau, warum. Will man das nicht? Ist das unnütz, ja? Warum fahren hier Autos lang? Kommen hier nur her, um hier im Kreis zu fahren. Oder wollen die Müllabfuhr besichtigen? Oder sind das Leute, die als Busfahrer, das ist mein Busdepot hier, ne? Also eventuell sind das die Leute, die hier in dem Busdepot arbeiten. Das wäre natürlich auch, hätte ich das woanders hinbauen sollen. Auch sehr, sehr schön. Stinkt am Arbeitsplatz.
Okay, also erstmal soweit irgendwie ganz, ganz okay die Entwicklung. Ich bin mal sehr gespannt auf eure Kommentare. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, in meiner Wochenende am im Naherholungszentrum-Folge habe ich ja gesagt, ich bin eigentlich gerade, wenn ihr das schaut, im Urlaub und deswegen ist das alles ein bisschen vorproduziert und so, seid mir da nicht böse. Das ist halt einfach, wenn man dann mal ein bisschen nicht da ist, muss man natürlich vorausplanen, das, was mir in diesem Spiel hier teilweise missglückt ist. Und ich werde dann mal eure Kommentare lesen, sehen, was ihr so noch für Ideen habt und geschrieben habt, wie ich bestimmte Dinge hier noch optimieren kann. Und vielleicht werde ich dann demnächst auch mal wieder anfangen, doch noch ein bisschen zu expandieren, noch ein anderes Wohngebiet zu kaufen oder zu bauen oder was auch immer. Auf jeden Fall, wie gesagt, City Skylines, das geht noch weiter. Das ist ein unglaublich gutes und unterhaltsames Spiel. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich sage erstmal wieder danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. We'll be right back.